Shaktasana ist die Bezeichnung der Gruppe von Asanas, die besonders der Shakti, der göttlichen Mutter, der kosmischen Energie, der Göttin heilig sind. Eine davon ist zum Beispiel Siddha Yoni Asana. Angelina zeigt gerade, wie es geht. Und es gibt auch noch andere, die zum Beispiel nach Göttinnen benannt werden, wie zum Beispiel Parvatasana, Kalyasana und andere. Man kann Asanas einteilen in Asanas, die besonders der Shakti heilig sind, Shaktasanas, die dem Shiva heilig sind, Shaivasana, die Rudra heilig sind, Raudrasanas, Vishnu heilig sind, Vaishnavas, Vaishnavasanas und dem Brahma heilig sind, Brahmasanas. Und so kannst du die Asanas auch benutzen, um die göttlichen Kräfte in dir zu erwecken oder das Göttliche in verschiedenen Aspekten zu verehren.